Sehen wir uns mal ein einfaches Beispiel für eine Einfachregression an in R. Es geht um den Hypothesentest auf der Basis eines Datensatzes zum Trinkgeld. Die Nullhypothese H0 ist gleich Beta 1 gleich 0 oder übersetzt auf unsere Fragestellung, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Höhe des Trinkgelds, Tipp, und der Rechnungshöhe, Total Bill. Die Alternativhypothese ist also Beta 1 ist ungleich 0, will sagen, hat entweder einen positiven oder einen negativen Zusammenhang. Die Aufgabe ist es jetzt, deshalb machen wir den Hypothesentest, diese Nullhypothese zu verwerfen. Das Ziel unserer Schätzung ist es, die Nullhypothese zu verwerfen. Und so sieht das Ganze dann in R aus. Ergebnisvariable hier als Ergebnis unterstrich Tipp. Und diese Ergebnisvariable wird über dieses Zeichen eine Schätzung zugewiesen. Diese Schätzung ist lm tip tilde total bill, data ist gleich tips. Und um dieses Ergebnis ansehen zu können, geben wir den Befehl summary ein und in Klammern die vorher definierte Ergebnisvariable. Dann kommt dieser Output raus. In diesem Video gucken wir uns jetzt ausschließlich Total Bill und dieses Ergebnis hier an, nämlich Beta 1 DACH, den Schätzwert, gegeben den Datensatz, gegeben die Stichprobe, die uns hier zur Verfügung steht. Beta 1 DACH ist also 0,105025 oder gerundet 0,11. Beta 1 DACH ist gleich 0,11, das nennt sich Regressionskoeffizient. Wie lässt sich der Regressionskoeffizient interpretieren? Die Interpretation ist, im Durchschnitt führt eine um 1 Dollar höhere Rechnung zu einem um 11 Dollar Cent höherem Trinkgeld. Die Frage ist, ist dieses Ergebnis signifikant? Dazu haben wir die Daumenregel. Und die Daumenregel macht sich am T-Wert fest. Wenn der T-Wert dem Betrag nach größer gleich 2 ist, dann ist der Regressionskoeffizient auf einem sogenannten Signifikanzniveau von 5%, Alpha ist gleich 5%, von 0 verschieden. Der T-Wert ist hier 14,26, also weit über 2. Damit ist Total Bill signifikant von 0 verschieden. Wie rechnet man den T-Wert konkret aus? Der T-Wert ist der Quotient aus dem geschätzten Regressionskoeffizienten Beta 1 DACH, das ist dieser Wert hier, und dem geschätzten Standardfehler von Beta 1 DACH, das ist dieser Wert. Geben Sie das gerne mal in den Taschenrechner ein und dann sehen Sie, dieser Wert geteilt durch diesen Wert ergibt 14,26. Und damit haben Sie jetzt in einem Schnellverfahren die Nullhypothese getestet und verworfen. Beta 1 ist also hier 0,105025 oder gerundet 0,11 und ist signifikant von 0 verschieden.